Ja, du Staatskapstadt, heute mit einem neuen Video. Und zwar heute gibt es was ganz Besonderes. Ich bin extrem gehypt. Das ist endlich wieder zurück, Freunde. Erinnert ihr euch noch damals an die Trading-Karten in Fortnite, die ich aufgemacht habe regelmäßig? Und guckt mal, was ich hier habe. Ich habe das gerade schon aufgerissen, dass ich das was leichter aufbekommen. Und zwar, das ist jetzt die Season 2 der neuen Fortnite-Karten. Und zwar, es gibt jetzt neue Karten. Reloaded heißt das Ganze. Und ich werde euch das hier mal zeigen. Und zwar hier seht ihr unter anderem, es gibt komplett neue Karten, wie unter anderem so eine leuchtenden Karten, Glowing Cards, diese Outfits leuchten im Dunkeln, also voll geil, das sind wahrscheinlich die richtig seltenen Dinger. Dann haben wir hier natürlich noch hier Poster Cards, Ladebildschirme, die auf Regenbogenfolie gedruckt wurden. Okay, Regenbogenfolie, keine Ahnung, wie das aussieht, aber hier seht ihr das. Dann gibt es hier noch Moving Cards, bewege die Karten um. Was? Was? Es gibt jetzt Holo-Karten, neue Holo-Karten? Ich bin gespannt, wie die aussehen. Und dann gibt es hier natürlich noch die Standardkarten. Also insgesamt gibt es 350 Stück und 250 Basiskarten und 65 besondere. Und wir haben hier gerade das Starter-Pack sozusagen. Und dieses Starter-Pack ist nämlich hier so ein... Ich habe das gerade schon aufgemacht, dass wir es einfacher aufkriegen. Hier ist nämlich schon so ein Sammelordner drin und noch drei Packs drin. Ich habe natürlich... Ich muss euch das mal kurz zeigen. Ich habe ein bisschen vorgesorgt, würde ich mal sagen. Also wir werden heute auf jeden Fall einige aufmachen und ich will auf jeden Fall so eine leuchtende Karte oder so eine neue Holo-Karte haben. Ich bin echt mal gespannt, wie die aussehen. Also so sieht hier das Buch aus. Ja, es sieht standardmäßig aus, so wie das andere Buch. Hier haben wir noch so ein Pappding drin. Ist hier irgendwas, kann man hier noch irgendwas lesen oder so? Nee, das ist nur das Pappding. Okay, dass das cool aussieht, kann man... Ah, okay, man kann sich aussuchen, welche Seite man haben will. Ja, nehmen wir jetzt mal die Seite. Hier können wir dann die ganzen Karten reinmachen zum Sammeln. Und dann haben wir hier noch... ja, das haben wir noch so ein Buch hier. Was gibt's denn hier? Stürze dich in Action. Okay, noch so ein paar Informationen zu Fortnite oder was? Ah, okay. Ich glaube, das sind hier echt ein paar Infos. Einfach so zu Fortnite. Okay, okay. Was ist denn das hier? Oh, oh, hier geht's um die Karten. Also 8 Cards in jedem Pack drin. Über 300 Cards sammeln. Okay, schön. Und hier sehen wir die Häufigkeitsgrad Lama-Symbole. Also gewöhnlich, ungewöhnlich, selten, episch, legendär. So wie wir das bereits schon kennen. Und hier sehen wir dann, wie selten sozusagen diese Karte ist. Ja? Bin ich mal gespannt. Ich hoffe, wir ziehen eine legendäre Karte. Das wäre ganz wichtig. Dann haben wir hier noch, schau dir Outfits der verschiedenen Häufigkeitsgrade an. Erlebe die besten Herausforderungen. Ah, es gibt ja auch jetzt Sets anscheinend. Lol, es gibt hier auch komplette Skinsets. Wild, was die hier hinzugefügt haben. Aber die finde ich am interessantesten. Glowing Cards. Glowing Cards sind mit einer besonderen Tinte bedruckt, die im Dunkeln leuchten. Beleuchtet die Karte und lass sie dann im Dunkeln strahlen. Oha! Das sind richtig seltene Dinger. Sammle die Postercards, die zeigen Ladebildschirme vergangener aktueller Season und sind auf Folie gedruckt. Okay, irgendwie auch so noch neue Karten dabei. Und dann haben wir hier noch so eine... Ah, Tanzkarten sind auch jetzt drin. Besondere Karten sind das. Oha. Ah, das sind die ganzen Karten. Die Card-Checklist. Hier können wir dann quasi so abkreuzen, was uns noch fehlt, was wir noch brauchen. Da bin ich mal gespannt. Ich würde sagen, das packen wir beiseite. Das spielt jetzt erstmal nicht so eine Rolle. So sehen die neuen Booster-Packs aus. Ja, ganz normal. Ich merke aber schon, dass das fühle ich. Man kann die viel, viel leichter aufreißen. Das ist jetzt so ein bisschen so pappmäßig. Okay, Leute, wir gucken rein. Wir machen das erste Booster-Pack auf und wir haben die Autumn Queen drin. Und das Krasse ist bei der Autumn Queen, ist, dass das ein Skin, den ich in Fortnite selber noch nicht habe. Der ist extrem selten. Also würde ich mal sagen, erste seltene Karte erwischt. Dann haben wir hier noch so ein, ja, so ein Tanz. Okay. Oha! Nein. Was? Das sind jetzt so eine Wackelkarten drin. Hier, das ist so diesen... Ey, das ist ja voll geil gemacht. Seht ihr das? Alter, okay, das ist echt nice. Ich dachte schon, hey, das ist eine langweilige Tanzkarte. Aber das ist echt trash, muss ich sagen. Gefällt mir richtig gut. Aber es kommt hier auf der Kamera gar nicht so gut rüber. Aber ich sage euch, das ist richtig nice. Okay, kommen wir weiter. Dann haben wir hier, ja, den abstrakten Typen, auch nice. Dark Bomber. Und dann haben wir hier die erste, auch eine neue Karte. Das ist eine Set-Card. Und was kann die? Ah, okay, das ist hier für den schwarzen Ritter. Hier so ein komplettes Set, was zusammengestellt worden ist. Oha, das ist ja so richtige OG-Karte. Ich glaube, die ist auch schon selten. Obwohl, warte mal, ist die selten? Sieht man hier eine selten? Ne, sieht man keine Seltenheitskarte. Warte mal. Stimmt, ja. Obwohl, die ist gar nicht so selten. Ihr seht, blau. Blau. Das ist episch hier. Okay, okay, okay. Gut. Müssen wir natürlich drauf achten. Dann haben wir hier den Brute Navigator. Lil Whip. Ja, und dann die Tennisspielerin. Auch nicht schlecht.
Ich würde sagen, erste Pack ganz solide, aber noch nichts Krasses drin, ne? Weiter geht's. Oh, nein, 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 ich hab's schon gesehen. Die erste Holo-Karte ist, glaube ich, da. Die erste Holo-Karte. Standard-Skin, Kenwa, der Fuchs, ja, auch in Ordnung. Und oh! Was? Die legendär und der Black Knight, Leute. Alter, zweites Pack direkt Schwarzer Ritter. Lecker Schmecker für Spaßentdecker. Also da kann man nicht meckern. Sehr, sehr nice. Die müssen wir mal da oben hinpacken. Dann haben wir hier noch eine World Cup Karte. Was ist das für ein Ding? Das ist so eine Event Karte. Oh, lol. Selbst Booger ist da drin. Okay, krass. Geil, fühle ich. Dann haben wir hier noch Holo. Nee, Holo sind die alle nicht. Dann haben wir hier noch, ja, man kennt ihn, den Oro-Skin. Ganz nice Sache. Ich muss sagen, die Karten sehen echt cool aus. Dann haben wir hier noch so einen Hazard-Skin. Ja, kann man machen. Oh! Wow, was ist das denn? Okay. Wiggle Trooper. Obwohl, Seltenheit sagt er, ist auch nicht so selten. Aber die Karten, also ich muss echt sagen, die Karten haben wir hier nochmal so Set-Karte. Die Karten sind viel, viel besser geworden. Also was wir da damals hatten, die Karten, da waren ja so viele Random-Karten drin, die eigentlich gar keiner gespielt hat und die keinen interessiert haben. Aber, oh, Sky! Welcome in the business! Wir sollten die vielleicht auch nochmal umdrehen. TNT Tina, direkt hinterher, sauber. Den kennt auch jeder hier, Leute. Der Fallen Love Ranger, sogar eine legendäre Karte. Sehr, sehr wichtig. Aber Leute, uns interessieren natürlich erstmal nur die Holo-Karten. Ja, Bright Bomber. Der ist auch hier. Alter, die ganzen neuen Karten, das ist schon nice gemacht, ne? Wir haben hier nochmal so eine Event-Karte und, oh, den Elfen-Skin. Auch nicht schlecht. Ich würde mal sagen, wir haben ja zum Glück noch Vorrat, packen wir mal hier die große aus. Okay, ich habe jetzt die große ausgepackt und da waren die ganzen Packages hier drin. Und ich glaube, guck mal, was... Nein! Nein! Da lagen noch lose Karten drin. Ich glaube, die kriegt man, wenn man so ein großes Booster-Pack kauft. Wir haben den Ghoul Trooper, Leute. Wisst ihr auch damals, wie selten der Ghoul Trooper war? Ganz, ganz böse. Nice Geschichte. Ghoul Trooper... Oh mein... Oha! Die sehen richtig geil aus, die Karten, Alter. Was sagt ihr dazu? Ich sag dir ganz ehrlich. Was? Ey. Zu wild, diese Dinger hier. Und da haben wir hier auch nochmal. Also die Karten vom optischen her, sag ich euch ehrlich, und vom Anfassen her. Ganz, ganz böse. Okay, das waren die Karten, die drinnen lagen. Bunker John ist hier sogar schon. Ey, der kam doch jetzt gerade erst im Itemshop rein. Bunker Jonesy mit dabei. Dann wieder ein Fortnite Z-Card. Hier der Skin mit den verschiedenen Optionen, wie man den ausrüsten kann. Dann haben wir hier noch ja, den Powerberg hier, den Dark Rex. Auch nochmal eine Z-Card hier, wie man den zusammenstellen kann. Ganz nice. Und hier haben wir noch eine legendäre. Den Oro-Skin haben wir aber schon. Auch eine seltener Skin, Leute. Wir haben nicht viele diesen Mönch-Dings. Geil, Alter. Fühle ich. Mal so eine Holo-Karte. LOL! Der Besucher in der aufgetunten Variante hier, in der Testo-Variante. Ganz, ganz nice. Lecker Schmecker für Spaßentdecker. Ich weiß gar nicht, jetzt müsste hier eigentlich auch Recon Expert drin sein. Guck mal, hier ist nämlich Season 1. Event-Card von Season 1. Wichtig, ganz wichtig. Wieder eine Z-Karte. Nochmal eine Z-Karte vom Abstract-Skin und... LOL, guck mal. Es gibt jetzt von jedem Battle Pass... Oh nein, nein, so eine Event-Karte. Guck mal hier. Aha. Season 2 haben wir schon. Season 9 haben wir jetzt auch hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Leute, niemals, niemals. Seht ihr das? LOL, Alter, was ist das für Karten? Zu wild! Feier ich unnormal. Das sind so richtig schöne Wackelbilderkarten. Ganz nice Ding hier. Und dann haben wir hier noch den Race
in der grünen Variante. Gibt es ja auch in verschiedenen Styles. So. Fischerskin auch neu. Schönes Ding. Dann den Paulberger hier. Ja. Ist nice. Die Lightshow. Mitnehmen. Wieder so eine geile Wackelkarte. Das gefällt mir richtig gut. Die Setkarten finde ich auch geil, weil man hat hier dann so ein schöne kleine Sets immer zusammen. Und die seltene Banane, die es zu Halloween gibt. Auch schon Ewigkeit nicht mehr im Shop drin gewesen. Geiles Ding. Den haben wir noch. Und dann haben wir hier nochmal eine Setkarte auch von einem seltenen Skin. Setkarte. Auch selten von dem Gymnastik. Ich glaube, das sind hier die krassesten Karten, die man haben kann. Ey, da sind alle. Was? Hier sind alle Styles drauf. Ey, das kommt auf Kamera gar nicht so geil rüber, aber sehr, sehr nice. Boah, was für ein Skin war das hier nochmal? Und die fassen sich auch hier. Die haben ja auch so einen neuen Druck. Ich glaube, ist das eine leuchtende Karte? Das ist eine leuchtende Karte, glaube ich sogar. Weil die hat hier so einen Druck. Oh, krass gemacht. Also viel, viel besser als die Season 1. Die Season 1 war echt ein bisschen langweilig gewesen. Hier auch nochmal den legendären Lama-Skin. Ey, ich will Recon Expert oder so haben. Ich will hier Renegade Raider ziehen, Leute. Das wäre Traum. Renegade Raider. Ey, wenn wir den kriegen würden. Ich sag, oha, der Avatar-Skin. Auch Baba-mäßig das Ding hier. Sehr, sehr böse. Und oh, da hinten leuchtet das schon wieder ordentlich. Haben wir den hier noch. Auch nochmal eine legendäre. Wichtig. Der, okay. Ja, die Karten sehen sick aus. Und nochmal den Wildcard-Skin. Komm, Renegade Raider. Werden wir meinen eigenen OG-Skin ziehen? Ich weiß es nicht. Haben wir schon. Ich werde die gleich alle in Seth packen danach. Und dann können wir ja nächstes Mal so einen kleinen Überblick machen, wie es im Heft aussieht. Oh, den Bären haben wir auch bekommen. Auch so seltener Skin. Und nochmal ein Z-Karte. Ich glaube, Holo-Karten gibt es diesmal ja so gar nicht. Also ich denke, also klar, das sind Holo-Karten sozusagen. Aber das sind diesmal diese Loading-Screens, die sie echt geil so auf Folien gemacht haben. Die optisch sehr, sehr nice aussehen. Aber ich weiß halt noch nicht, wie selten die sind, weißt du? Weil die hatten wir jetzt fast eigentlich in jedem Pack drin, ne? Dann hier gibt es sogar noch Sprays auch noch. Und nein. Auch, guck mal hier. Einmal mit Spray, ohne Spray. Einmal mit Spray. Ist auch wieder so eine Wackelkarte. Baba-mäßig. Und die sind auch richtig dick, ne? Also, die sind auch, fassen sich auch richtig nice an. Das schwarze Loch dürfte natürlich nicht auf der Eventkarte fehlen. Alle Events sind jetzt hier auch im Pack drin, oder was? Oha, selbst der Xbox-Skin. Lol. Wild. Die haben jetzt. Weil da haben ja. In der letzten Season haben ja noch viele gefehlt. Und ich glaube, die haben sie jetzt alle nachträglich wieder hier hinzugefügt. Och, SU war. Oh! Galaxy-Skin sehe ich schon. SU ist auch mit dabei. Baba-mäßig. Und den Galaxy-Skin haben wir gezogen. Alter, ich sag euch ehrlich, wir machen hier gerade mal das erste Pack auf und ziehen hier schon so eine Granate raus. Was ist das? Wollt ihr mich veräppeln oder was? Z-Karte. Auch nochmal hier die Autumn Queen und auch nochmal eine Lama-Z-Karte. Sauber. Zack, 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 zack. So. Ey, was ist denn das? Wir haben jetzt hier zweimal den schwarzen Ritter. Wollt ihr mich veräppeln? Entweder ist der schwarze Ritter diesmal nicht selten oder wir haben einfach nur Glück gehabt. Ich weiß das gerade nicht. Nein! Nein! Wollt ihr mich verarschen? Ich ziehe das erste große Paket. Ich habe noch so viele. Und habe schon den Renegade Raider. Ich sag dazu nichts mehr, mir fehlen die Worte. Zu krass!
krass. Ich glaube, niemand hat so viel Luck wie ich. Niemand hat so viel Luck wie ich. Wieder eine Leuchtekarte. Die leuchtet auch wieder. Ich kann euch die gerne auch mal im Dunkeln zeigen. Muss ich mal alles dunkel machen. Die leuchtet, ey. Der Renegade Raider. Was fehlt denn jetzt noch? Für einen seltenen... Den Aerial Assault Trooper. Das wäre natürlich noch eine Nummer seltener. Denn, also wenn wir den noch ziehen, dann habe ich das Kartengame im ersten Pack-Opening durchgespielt. Das ist halt das Ding, ne? Okay, noch eine Eventkarte. Kennen wir. Ja, die Mondspezialistin. Schönes Ding. Kennen wir auch. Blubkopf, Digga. Ja. Oh, oh, oh. Ah. Die leuchtet auch. Das ist auch eine Leuchtekarte. Das spürt ihr, wenn ihr es rüberfasst, dann merkt ihr, dass die Karte leuchtet, weil die so Erhöhung hat. Puh. Auch nochmal hier so eine Season X Event-Karte für die neue Season. Finde ich gut, dass die jetzt hier wirklich die einzelnen Seasons hinzugefügt haben. Kann man. Dann hat man eine wirklich gute Übersicht. Oh, der leuchtet auch. Geil, ey. Ich finde geil, dass die fast gefühlt jede Karte leuchtet. Okay, der leuchtet jetzt nicht, aber. Ansonsten haben die fast alle geleuchtet. Buschkopf. Der P1000 Tennis Skin. Rein hier. Ah, der Sturmkollege hier. Oh! Ey, ich sag euch, Leute, diese Tanzkarten, das ist diesmal die Meta, weil diese Tanzkarte, guck mal. LOL! Back in the business! Ich dachte, die Karten sind langweilig, aber ey, die sind so gut gemacht, diesmal. Haben wir auch nochmal hier. Oh, It's Asi TV ist auch dabei. Geiles Ding, haben wir schon. Den Tryhard Skin. Musculus auch mit dabei, muss natürlich sein. Und dann nochmal eine Z-Karte. Oha, von den seltenen Blub Skin. Tschüss, hat der einen Hängegleiter? Hä? Den Hängegleiter habe ich ja noch nie gesehen. Ganz wilde Geschichte, hier auf einmal neue Skins entdeckt. So, Leute, das war's gewesen mit dem ersten Paket. Alles leer hier. Alles leer, alles ausgepackt. Leute, wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst ein Like da, ein kostenloses Abo, wenn ihr nichts verpassen wollt. Das war's gewesen mit dem Pack-Opening. Tschö mit Ö.